Und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Split Second Velocity. Und zwar bei einem normalen Rennen. Endlich mal wieder ein normales Rennen. Keine Detonatoren, keine Luftangriffe oder sonst irgendein Mist. Einfach nur ein Rennen auf der Baustelle mit dem Cobretti Vortex im schicken Blau. Los geht's. Ja, danke. Jetzt abdrängen. Dann verliere ich natürlich erst die Geschwindigkeit. Warum? Doppelzerstörung. Ams! Philips zerstört! Doppelzerstörung! Du bist Dritter! Ich sag nur so viel, die Baustelle ist sehr gefährlich! Very dangerous! Okay, ich habe da zwar kein Auto mehr gesehen, das mich getroffen hat, aber scheiß drauf. Dann wollen wir doch mal sehen, ob wir... Leute, es reicht auch langsam mal ein. Die sind hier gerade sehr aggressiv, wie mir scheint. 4,8 Sekunden bis zum zweiten Platz. Hier soll ich das Auto holen? Doppelzerstörung. Mit einem so ein Taxi. Da vorne haben wir den Zweitplatz hier. Ich kann mich daran erinnern, dass ich in meiner Anfangszeit in Split Second auf dieser Strecke ein Elite-Rennen gefahren bin und da total verzweifelt bin, weil die Typen hier wirklich immer auf den letzten Meter vom Ziel nach und davon gefahren sind. Das war immer ziemlich nervig. Und bumm! Bravery zerstört. Bis Zweiter. Könnte ich mit einer Anzeige bekommen, wie weit es zum ersten Platz ist? 4,5 Sekunden! Als ob! Oh Gott! Hätte ich nicht abgebremst, wäre ich zermatscht worden. Schon bin ich wieder Dritter. Ich glaube, jetzt bin ich wieder Zweiter. Nee, wieder Dritter. Schon wieder. Jetzt bin ich Vierter. Na super. Weil die Typen einfach so rasend schnell sind. Komm! Doppelzerstörung. Ich bin Zweiter. Und aus irgendeinem Grund ist mein Gemagard gerade ganz schön abgebremst. Egal. Weiter. Ich habe ein Rennen zu gewinnen und habe nur noch eine Runde Zeit. Der Typ fährt immer weiter davon. Ah, da vorne war er gerade. Ja, da vorne ist er. Oh ja, oh ja. Fühle den Moldenkipper! Könntet ihr mal aufhören? Danke. Oh Scheiße! Bam! Ja klar, und natürlich taucht dann irgend so ein Spacko wieder auf und nimmt mir den ersten Platz weg. Weil die überall auf den Bäumen wachsen und dann jederzeit von den Bäumen runterhüpfen. Danke! Friss das nächste Powerplay, du! Schlucken! Bravery zerstört! Ja klar, Mann! Die ziehen jede Sekunde an mir vorbei, als würden die irgendwie am Arsch kleben! Hab ich beide? Nee, natürlich nicht!
natürlich, und dann schlängelt sich dann noch einer an mir vorbei. Ich glaub's auch. Alter, ihr verdammten Schweine. Ah, okay. Schieben wir es auf einfach auf Unvermögen und Idiotie des Fahrers, also mich. Und ich schiebe es weiter auf die Krankheit. Egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt wieder genügend Credits gesammelt und kriegen einen neuen Wagen. Das ist der Hanso GT. Werde ich nie fahren. Weil ich das Ding schon mal gefahren bin und ich hier ist absolut scheiße fahren. Na egal. Auf jeden Fall sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Hoffentlich wieder mit mehr Erfolg. Bis dann, Leute. Ciao.